Bundesländer Nachwuchsmeisterschaft der U14-Mädchen. Das Team aus Vorarlberg traf dabei auf der Sportanlage in Schlins auf die Alterskolleginnen aus Wien. Die in Rot spielenden Vorarlbergerinnen von Beginn an stark. Bereits in der 12. Minute das erste Ausrufezeichen. Kempel mit dem Freistoß. Wien-Keeperin Heinzel aber sicher. Nur 2 Minuten später wieder die Ländle-Kickerinnen. Kempel auf Pfanner. Die Abwehr der Wienerinnen konnte aber in letzter Sekunde klären. Die Partie auch in weiterer Folge wie auf einer schiefen Ebene. Vorarlberg kontrollierte das Geschehen auf dem Platz und kam auch zu weiteren Möglichkeiten. Auch dieser Weitschuss aber eine sichere Beute für die Gästekeeperin. Dann erstmals die Gäste, Gürgic mit dem feinen Pass in die Tiefe. Die Kugel landete bei Kniep, auch Vorarlberg-Schlussfrau Bachmeier hielt aber sicher. Nun waren wieder die Gastgeberinnen am Zug. Erneut hatte Kempel in der Hälfte der Gäste viel Platz. Sie probierte es mit dem Weitschuss, der Ball aber eine sichere Beute für Heinzel. Wir sind bereits kurz vor der Halbzeitpause, plötzlich die Gäste mit einem guten Angriff. Kelis mit dem guten Pass in die Tiefe, Felix startete durch, hatte eine gute Position, auch ihr Abschluss aber kein Problem für Vorarlberg-Torhüterin Bachmeier. Rein in Halbzeit 2 und da zunächst wieder die Vorarlbergerinnen mit der ersten Möglichkeit. Team mit dem guten Antritt über rechts, dann mit der perfekten Hereingabe, aber Keck wurde noch entscheidend gestört. Es blieb beim 0:0. Aber die Ländle-Mädels wollten nun mehr. In der 55. Minute erneut Kempel mit dem schnellen Antritt. Die Vorarlbergerin konnte nur durch dieses Foul gestoppt werden. Schiedsrichterin Kastel kannte keine Gnade, zückte die rote Karte für Ladner und entschied gleichzeitig auf Penalty. Diese Chance ließ sich Topdoman nicht entgehen, sie versenkte die Kugel trocken im Tor und stellte so auf 1:0. Danach aber die Wienerinnen besser im Spiel, Gürgic nur wenig später mit dieser schönen Spielverlagerung, Flasch Mutterseelen alleine, der Abschluss aber erneut eine sichere Beute für Bachmeier. Dann die 71. Minute, das Team aus Wien mit dieser Freistoßmöglichkeit. Merinski ganz frech, sie probierte es direkt und hatte Erfolg. Die Kugel senkte sich ins Tor, neuer Spielstand 1:1. Aber die Vorarlbergerinnen ließen sich nicht hängen, spielten weiter nach vorne und hatten vor allem Kempel. Sie tanzte hier die gesamte Abwehr der Gäste aus, ließ dann auch der Torfrau keine Chance und fixierte so den 2:1 Heimsieg der Vorarlberger U14-Mädchen gegen die Alterskolleginnen aus Wien. Ja, ich glaube, es waren zwei Einzelaktionen von der Eileen Kempel. Die eine hat zum Elfmeter geführt oder, und das zweite war eine Solo-Aktion zu einem wunderbaren Treffer. Aber sie hat auch die Unterstützung gehabt von der ganzen Mannschaft. Ich darf nicht vergessen, dass unsere Torfrau und die Viererabwehrkette bombensicher gestanden ist. So ein Freistoßtor kann man bekommen. Das war dann die Standschuss in die kurze Kreuzecke. Aber im Großen und Ganzen haben sich unsere Mädchen sehr gut verkauft und haben alles gegeben. Also ist auf jeden Fall ein befreiendes Gefühl, vor allem in der letzten Minute, jetzt noch die 2:1 zum Sieg. Und ja. Ja, also es ist ziemlich neu jetzt, weil wir echt Junge dabei haben, unter anderem 2003-Jahrgang. Und wir spielen echt super, weil wir trainieren noch gar nicht lang zusammen. Und ja. Ja, sehr, sehr überraschend, dass wir gegen Wien 3 Punkte hier behalten können. Die haben doch, die Einstellung war sehr gut und speziell überrascht hat mich die sehr, sehr gute Raumaufteilung. Es ist ja also sehr speziell, die Konstellation. Es gibt eine Bundesländer-Nachwuchsmeisterschaft für die Mädchen. Wie schwer ist es da für den Verband auch die richtigen Mädchen zu finden? Es ist ein erheblicher Aufwand, aber wir beginnen natürlich schon früher, dass wir LAZ-Stützpunkte für die Mädchen haben und versuchen so die Mädchen heranzuführen und mit dieser Auswahl einfach den Mädchen zusätzliche gute Trainingseinheiten und Spiele zu bieten, damit sie dann später auch in den Bundesliga-Clubs Platz finden.